man gar nicht so aufmerksam beobachtet. Oder nehmen Sie die Zeitschrift Junge Freiheit, die Sie vielleicht kennen. Die ist ab 91, 92 aus dem Dreh vom nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz erwähnt worden im Bericht. Da gibt es noch so eine Abstufung, dürfen die beobachten, ohne zu berichten, dürfen sie beobachten und berichten, dass sie beobachten. Und das ist so eine ganze Hierarchie, das ist aber einigermaßen verrechtlicht. Also das können die nicht nach Gutsherrenart machen. Das ist unterliegt der gerichtlichen Kontrolle. Und die haben, ich glaube, fast 18 Jahre gestritten bis zum Bundesverfassungsgericht und haben auch gewonnen. Und wer diese Zeitschrift kennt, ich kenne die erst seit jünger Zeit, ich habe die früher auch eigentlich nicht so kennengelernt, der muss feststellen, die Zeitschrift Junge Freiheit, diese Wochenzeitschrift, mit einer verfassungsfeindlichen, was weiß ich, Tendenz in Verbindung zu bringen, ist absurd, meine Damen und Herren. Ich habe Jahre meines Lebens an deutschen Universitäten nachts im Grundgesetz geschlafen. Ich weiß, worum das geht. Ich war Assistent dort und habe eine große Dissertation damals angefangen über Staatstheorie. Also, und wir haben ja viele solcher Leute. Ne? Wir haben ja nur solche, vielleicht, nein, zum Glück nicht, wir sind eine Mischung. Wir haben Polizisten, wir haben Malermeister und alles sowas. Aber wir haben auch ein paar Klugscheißer. So, und insofern, diese Selbstironie, gestatten Sie mir, wissen wir, wovon wir reden? Wir gehen davon aus, dass wir mit dieser Mannschaftsaufstellung tatsächlich das ganz genau beobachten und alles tun, dass daraus nichts wird, sondern dass sich die blamieren, die diese Karte spielen und dabei ja kein Uno mehr spielen, sondern mitverdecken kann. Mal sehen, ob der Kabel lang genug ist, meine Leitung. Ja, guten Tag. Vielleicht insbesondere an Herrn Klaas habe ich eine Frage. Und zwar der sogenannte Migrationspakt, der taucht immer mal links und rechts auf, aber immer nur so in Ansätzen, 11. 12. Marrakesch. Ich versuche es nur mal ganz grob zu umreißen, wie ich ihn wahrgenommen habe. Also alle, fast alle Staaten dieser Erde unterzeichnen einen Pakt. Also die UN-Angehörigen, die das, was da besagen soll, Migration wird zum Menschenrecht. Das ist sehr weit gefasst. Das ist meine Interpretation, sofern in irgendeinem Land wirtschaftlicher Nachteil droht, finanzieller Nachteil, darf derjenige sich auf den Weg in ein Land machen, wo es besser ist. Das heißt ja, ganz Afrika dürfte sich theoretisch auf den Weg machen. Alle Länder unterzeichnen, bis auf drei, Australien, Amerika und Ungarn. Bundespolitisch, ich bin jetzt die letzten 3-4 Monate aktiv, habe mir relativ viel von Ihnen angesehen, Bundestagsreden, es taucht man immer so am Rande auf, auch mal um einen Twitter. Aber ich empfinde das als so bedrohlich. Man kann natürlich sagen, UN ist kein bindendes Recht. Ja, das stimmt. Aber ich erinnere mich da immer an meine Schulzeit. Ich bin noch nicht grauhaarig, aber da wurde mir gelehrt, KSZE-Akte, Unterzeichnung der Menschenrechte durch die Sowjetunion. Da haben wir erst gedacht, ach, ist nur Papier. Und später standen halt die Ostblockstaaten auf der Matte und haben gesagt, Moment mal, jetzt wollen wir diese Menschenrechte auch. Und so ähnlich kann es da natürlich auch funktionieren. Das ist vielleicht einfach die Linie der AfD. Habt ihr das irgendwie auf dem Schirm? Passiert da was? Weil ich kriege da relativ wenig mit, selbst wenn ich suche. Also, berechtigte Frage, großes Thema. Compact of Migration, von der UNO angeschoben. UNHCR, glaube ich, hängt auch dahinter. Und der Hintergrund ist in der Tat, von solchen Weltorganisationen von oben nach unten zu wirken. Sie merken auch das. Das wäre jetzt das ganze Thema Internationalismus, Nationalstaat. Da müssen wir bei Europa anfangen. Also schon Europa geht mit Demokratie nicht zusammen. Und UNO schon gar nicht. Denn wo ist denn die demokratische Legitimität von Leuten, Funktionären, Generalsekretären der UNO? Das hat gewählt. So. Aber der hat überhaupt keine Rückkopplung an irgendeine Art von Volk. Also mit Demokratie hat das alles nichts zu tun. Also das wollte ich nochmal andeuten, weil das ist eine der größten Auseinandersetzungen, die wir in den nächsten Jahren erleben werden. Das meines Erachtens auch der Grund, oder viele kluge Leute sagen das, Lüge, für das, was in Europa passiert. Dieses Codewort mit dem Populismus, wir waren vorhin schon mal dabei, ist ja eigentlich eine künstliche Erfindung, um eine Diskriminierungsvokabel zu erfinden. Das Phänomen, das dahinter steckt, ist aber, deshalb hat es auch mit Osteuropa zu tun, das Phänomen, das dahinter steckt, bedeutet, dass die Leute erkannt haben,
Und zwar die Osteuropäer in besonderer Weise, die hatten ihren Internationalismus. Das war der rote Zar in Moskau. Und die wussten, was es für eine Kostbarkeit ist, ihre Souveränität wieder zurückzubekommen. Und ich sage Ihnen, von England, wenn Sie mal ganz tief einsteigen in die Hintergründe, warum das Votum so ausgefallen ist. Es ist ausgefallen wegen dem Migrationsthema und wegen der Unterstellung Großbritanniens unter den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Das heißt, die wollten wieder raus in ihre Souveränität, diese frühere Weltmacht, die natürlich ihr Schicksal auch verspielt hat durch die völlig unnötigen Kriege. Was macht England im Ersten Weltkrieg? Nix. Es gab keinen Konflikt und gar nichts. Können Sie alles nachlesen bei Niall Ferguson. Also, kurzum, das ist eine Riesenkiste. Und jetzt wird versucht, und zwar klimabedingt, dürrebedingt und weiß der Teufel was, irgendwie eine Art Rechtsargument herzugeben, um welche, die mit solch einem Hintergrund, was viel weiter ist wie die Genfer Konvention. Die Genfer Konvention schützt ja nicht einmal Kriegsflüchtlinge. Das müssen Sie auch wissen, weiß kein Mensch. Also das, was jetzt, ich komme aus Syrien, dort ich kriege, ich will da rein, ist von der, nach der Genfer Konvention kein schutzwürdiger Tatbestand. Nur eine ganz individuelle, rechtswidrige, menschenrechtswidrige Verfolgung durch Staatsorgane löst das den Anspruch aus, nach der Genfer, der Anspruch kann man immer sagen, das Individuum, der Flüchtling selbst hat gar keinen Rechtsanspruch. Die Genfer Konvention gilt nur zwischen Staaten. Sie gilt nicht zwischen einem Mensch und einem Zielstaat zum Beispiel. Null. So, und jetzt wollen die diese, wie wir sehen, schon kompliziert, Konstruktion, die kompliziert genug ist, aufweiten durch eine solche Blase. Wir haben 60 Millionen Menschen zurzeit unterwegs, zum Teil auch in den eigenen Ländern, in den Nachbarländern. In Afrika gab es 1990 660 Millionen Menschen in ganz Afrika, mit dem arabischen Bogen bis nach Saudi-Arabien. Heute, 2015, 1,2 Milliarden. 2050, was man schon rechnen kann, Demografie kann man rechnen, werden sie 2,5 Milliarden Menschen haben. Meine Damen und Herren, die könnten von der UNO mal überlegen, wie sie mit dem Armenhaus der Welt Afrika umgehen, in die Zukunft kommen. Mit Wandern machen sie alle anderen, wo die hingehen, wenn das ein gewisses Maß übersteigt, kaputt. Aber sie retten nicht Afrika. Das ist so klar wie Klöschen. Das ist eine Frage der ganz einfachen Alltagslogik. In der Tat, Sie sehen, auch hier sind wir in relativ trivialen Überlegungen, wo man denkt, alle, die über den gesunden Hausverstand verfügen, müssen die Dinge sehen. Das ist so trivial, wie Sie alle wissen, dass wenn Sie die Kaffee gerade in der Küche fallen lassen, haben einen Steinboden, dass sie kaputt ist. Komplizierter ist das nicht. Die haben es nicht drauf. Ich sage Ihnen, die tanzen da herum. Und ja, ich verstehe sie nicht, vielleicht liegt das also an unserer einen, dass wir die nicht verstehen. Frau Merkel erzählt, wir haben eine Herausforderung und im Hindukusch steigt Rauch auf und es ist alles ganz schwierig. Aber zu irgendwas, was mit konkreter Politik zu tun hat, sagt die Frau nichts. Ich wiederhole, die gibt ihr Mitarbeiter den Auftrag, sagt, schreibt mir eine Rede, die soll 20 Minuten lang sein, aber es darf nichts drinstehen. So. Ich will jetzt nochmal ganz zielgenau. Ich will nochmal ganz zielgenau, aber Sie haben Verständnis, dass ich ein bisschen in den Rahmen gebe, weil das ist die Lage, vor der wir stehen. Ich halte das für den Sargnagel Europas. Es ist so. Das fängt schon kleiner an. Nehmen Sie mir nochmal die 60 Millionen. So, jetzt sagt die Merkel, wir haben jetzt eine reingelassen oder anderthalb. Da müssen Sie den sozialdemokratischen Theologen Schröder lesen. Der hat das Bild vom Samariter gebracht und sich flüchtlingskritisch geäußert. Und ein ganz feiner Kerl. Und hat gesagt, ja, der Samariter, der konnte den sie da niedergeschlagen haben und der im Straßengraben heulte, den konnte der auf seinen Esel setzen, weil er einen Esel hatte und der eine Mensch draufpasste. Was hätte denn der Samariter gemacht, wenn da zwei gelegen hätten? Da war das schon Schluss mit lustig mit dem Esel, weil er nur den einen laden konnte, meine Damen und Herren. Und da sagt er, das ist der Unterschied zwischen Handlungsethik und Gesinnungsethik. Ich kann Predigten halten über das Gute in der Welt, aber als Politiker muss ich ein ganz konkretes, praktisches Problem lösen, nämlich hier einen Staat zu erhalten. Und das gilt theoretisch für jeden anderen auch. Und das kann man auch dem Herrn Trump nicht vorwerfen. Das muss man für mich nicht so plump sagen, wie er das sagt. Und ein bisschen erratisch scheint er auch zu sein. Aber dass er zunächst einmal sagt, ich verstehe meine Rolle
als einer, der den Nutzen für Amerika mehr muss. Das steht in der Eidesform des Grundgesetzes, die Frau Merkel jetzt dann schon zum dritten oder vierten Mal leistet und zum dritten oder vierten Mal brechen wird, auch drin. Also das ist auch nichts Ungewöhnliches. Also Fazit, wir haben das Thema auf dem Schirm. Es gibt einen Bundestagsabgeordneten, der Kollege, wer ist der, Hebner? Und wenn Sie mir gestatten, ich habe ja auch sonst nichts zu tun, bin ich seit vergangenen Freitag im Bundesvorstand der Beauftragte für dieses Thema, von medialer Begleitung bis zu allem, einschließlich völkerrechtlicher Erforschung. Worum geht es eigentlich im Detail? Wir versuchen, was wir können, um das abzubauen. Aber 11.12. wird man nicht abwenden können, oder? Das ist schwierig. Sie müssen halt die Numerik anschauen. Ne? Leider wird ja nicht der Intelligenzquotient gemessen von der Regierung und von uns, sonst werden die Stimmen gezählt. Stellen Sie sich mal vor, wir würden den Bundestag abstimmen lassen nach der Größe des Gehirns. Da hätten wir die Mehrheit. So, gibt es noch Fragen? Ja? Würden Sie mir bitte entgegenkommen? Meine Leitung ist nicht so lang. Ja, guten Tag erstmal. Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Glaser. Sie meinten ja bei Ihrem Vortrag auch, und es kommt ein bisschen so durch, dass die Medien Sie ein bisschen falsch darstellen oder dass Sie die Medien gegenüber kritisch sind. Aber welchen Medien kann man denn vertrauen? Also, auch das ist ja eine sehr sachgerechte Frage. Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt natürlich jetzt dann das oder die Medien, die gewissermaßen die reine Wahrheit schreiben und die anderen sind alles Jongleure. Das würde ich nicht behaupten. Ich war mal als junger Mann freier Mitarbeiter beim Deutschlandfunk. Es war eine Zeit, wo ich Ihnen das berichten kann, da gab es sowas wie ein journalistisches Ethos. Da waren übrigens die meisten, mit denen ich dazu tun hatte, auf Referatsseite, Wissenschaft und Bildung so kam, alle parteilos. Also es war eine ganz andere Atmosphäre. Ich kann Ihnen, ich bin ja schon, gehöre ja zu diesen Grauen, und wir haben ja schon ein bisschen so einen längeren Lebensweg. Ich kann Ihnen von damals ein Land beschreiben. Da würden Sie sagen, hört sich alles ganz doll an, aber das Land kenne ich nicht. Ich kann Ihnen das beschreiben. Und alle, die hier so ein bisschen älter sind, ich habe, glaube ich, vorhin eine nette Dame getroffen, die irgendwie Lehrerin in Kassel ist, auch schon eine etwas betagte Frau, wo ich auch sagen würde, mit der würden wir ganz schnell uns einigen darüber, das war Meinungsfreiheit in relativer Radikalität. Die Kommunisten beispielsweise, die konnten Versammlungen machen. Die hatten kein Problem, einen Raum zu kriegen. Wir haben uns auch als Nicht-Kommunisten nicht erregt. Es gab auch keine Straßenschlacht, also wir sind nicht von uns zu denen. Aber die waren halt eine kleine Zahl, die haben auch keine gemacht. Eine völlig andere Politik. Also ich sage Ihnen Folgendes. Wir glauben schon, dass wir den heutigen Staatsräte, der eine ganz üble Rolle spielt, kann ich Ihnen erzählen? Ich weiß, wie dort Personalentscheidungen gemacht wird. Es geht alles nach Parteiwoche. Der Staatsrundfunk hat nicht verdient, länger zu leben. Ich habe die Presseerklärung des Bundesverfassungsgerichtes zur Rechtmäßigkeit des Rundfunkvertrags. Das muss ich lesen, da hat sich tot. Ich glaube, diese Institution hat versagt, weil sie durch diese Einflussnahme und die politische Patronage eben genau das Ethos von Journalisten sich nicht entfalten lässt. Deshalb glaube ich schon, wir müssen es geben in die Konkurrenz der Produkte. Sie wissen, die Printleute und die Spiegels und so gehen zurzeit ganz rapide nach unten. Weil die Menschen doch merken, so geht das nicht. Ein bisschen ein Korrektiv ist das Internet. Gehen Sie authentisch rein. Es gibt ja viele Leute, die unsere Reden im Bundestag bei YouTube anschauen. Authentischer können Sie es nicht haben. Da kriegen Sie live, was der Mobster sagt. Ob das da also ein komischer ist oder ob er was Gescheites sagt. Und allein die Welt hat ihren Zugriff auf ihren digitalen Auftritt, wo sie auch die Reden hat. Eine Verzehnfachung, hat neulich der Chefredakteur Burschert gesagt. Eine Verzehnfachung, das heißt 3,5 Millionen gucken praktisch nach jeder Bundestagswoche auch unsere Reden live an. Das ist direkter, authentischer Zugriff des Bürgers, wo er seinen Parteikraft bieten kann. Und dann gibt es bessere und schlechtere. Aber es fällt mir schwer, in Deutschland Ihnen das zu sagen. Ich kann Ihnen aus neuester Erfahrung sagen, Tischi. Tischi ist famos. Es gibt keine Beziehung zwischen denen und uns. Das ist ein eigener Mensch, der war lange in der Journalie drin.
Ich kann die Ihnen nur nahelegen, weil ich sehr kritisch lese und auch mit dem wissenschaftlichen Auge. Der Tichy wird von Tag zu Tag besser. Sie können Cicero lesen. Ist passabel. Ich glaube, er hat nicht das Niveau wie Tichy. Aber die sind ganz unabhängig, aber auf Pisa mit uns nichts zu tun. Da kommen Sie weit und dann gucken Sie, dass Sie im Internet direkt an Dokumente kommen. Also wenn Sie über die AfD was wissen wollen, dann gehen Sie halt tatsächlich auf die Homepage und laden mal unser Grundsatzprogramm runter. Und wenn Ihnen einer sagt, was wir für welche sein und welches Programm haben, dann müssen Sie eben auf die Homepage gehen. Und dann finden Sie das. Also ein bisschen mehr Arbeit, wie so eine Regionalzeitung, in der ja eigentlich nicht so viel drinsteht, außer am Feuerwehrfest und so, ne, könnte schon sein. Und dann glaube ich, haben wir eine Zukunft, aber der Staatsrundfunk, so wie er existiert, 8 Milliarden Ressourcenverbrauch. Über 17 Taler pro Mensch stellt sich ein Rentner vor, der das leisten muss. Wie viel seines Einkommens er dabei einbüßt, um diesen Staatsrundfunk zu bezahlen? Es gibt weltweit keinen Staatsrundfunk, der 8 Milliarden verbraucht. BBC, die die ganze Welt bespielen, haben ein kleineres Budget wie der WDR. Unglaublich. Das müsst ihr euch einfach mal vor Augen führen, meine Damen. Und da ich die Struktur dort kenne, die Ruhegehälter, die Aktivbezüge, jeder Intendant verdient natürlich mehr als die Bundeskanzlerin. Und die haben ja alle gar kein Risiko, ist noch kein Sender in Konkurs gegangen. Das geht fast nicht, das ist eine Beamtung. Also, es ist eine Struktur, die kann so nicht existieren, die kann so nicht in die Zukunft kommen, das muss man einfach sehen. Ich könnte mir vorstellen, wir können uns vorstellen, steht also Programm bei uns drin, dass wir einen Staatsrundfunk machen, der zum Beispiel ganz stark Kulturprogramm macht. Aber richtig, Kultur ist nicht der Montagskrimi. Tut mir leid. Montagskrimi können Sie in allen Sendern bis nach Amerika sehen. Ich brauche ihn nicht. So viel Lebenszeit habe ich nicht, dass ich mir Montags und die retten kann. Aber wenn die richtige Kultur machen würden, dann meine ich, könnte sich das ernähren, dann könnte man das sogar aus dem Staatssäckel bezahlen. Da muss ich nicht extra Gebühren erheben. Denn wenn Sie schauen, wir haben einen Bundeshaushalt mit 350 Milliarden zwischenzeitlich. Dann kommt in jedem Land, so ein Land wie Hessen, hat nochmal 35 Milliarden, können Sie mal 10 multiplizieren, dann kommen Sie so ungefähr hin. Da sind, sagen wir mal, 100, 200, 300, 400 Millionen drin für einen schmalen Sender, der sich, sagen wir mal, vielleicht enger Nachrichten der DPA, hängt sich, sagen wir mal, nur an Nachrichtenredaktionen an. Warum muss ich eine trockene Nachricht von DPA aufgeweitet bekommen, durch die Brille des Lokaljournalisten. Den will ich nicht hören. Ich will die Meldung hören, ich mache mir meine Meinung dazu und wenn ich Meinung kaufen will, dann gehe ich eben in die Meinungsgazetten, die von vornherein sagen, ja gut, wir verkaufen Meinung. Aber Sie wollen Informationen haben. Also ich habe kein Patentrezept, ich sage Ihnen nur eins, wir sind sehr, sehr kritisch, was den Staatsrundfunk angeht. Wir können nicht sagen, es gibt nur Gut und es gibt nur Böse. Also wenn wir in der Welt den Herrn Broder lesen, dann sagen wir, wunderbar Welt, dass der Herr Broder bei dir schreiben darf, ehrt dich, ein ganz unkonventioneller freier Geist. Und so gibt es Einzelne auch in anderen Zeitungen. Nehmen Sie mal den Spiegel, der Herr Fleischhauer. Ist ein bemerkenswerter Mann. Ja, auch. Bemerkenswerter Mann. Neues Buch geschrieben, nie wieder links. Sie sehen, er ist intellektuell voll auf der Höhe. Also so gibt es eben in unterschiedlichen Medien welche. Da darf man gerne auf Einzelpersonen schauen. Also Sie werden von mir jetzt da keine Universalschelte hören oder keine Freisprechung in irgendeiner Richtung zu irgendeiner Zeit. Ja, ich richte mich auch an Herrn Glaser. Also das Thema ist ja heute Sicherheit in Hessen. Und Sie haben ja jetzt, also beide Referenten haben ja jetzt anschaulich dargestellt, wie hoch die Zahlen der Migranten oder Flüchtlinge sind, die jetzt gewalttätig sind. Ich würde mal in dem Zuge auf diejenigen kommen, die das nicht betrifft. Die gibt es ja schließlich auch in Deutschland, nämlich die sich hier integrieren wollen. Und da habe ich eine Frage. Sie haben zwei Punkte angesprochen, nämlich Integration und Islamisierung. Bei Integration hatten Sie gesagt, 10% der Migranten erwerben keinen Abschluss. Ich habe die Kernaussage dahinter nicht ganz verstanden. Meinen Sie damit, dass die Leute keinen Abschluss erwerben, weil sie sich nicht integrieren wollen oder den Abschluss nicht machen wollen oder weil sie so bildungsarm sind und das nicht schaffen? Oder was ist da Ihre Kernaussage, würde ich gerne mal wissen, denn meiner Meinung nach ist das nicht ein Versagen der Flüchtlinge, die sich integrieren wollen, dass die den Abschluss nicht schaffen, sondern ein politisches Versagen, denn die Sprache wird nicht ausreichend gefördert.
Es ist so, dass im letzten Jahr Flüchtlinge den Hauptschulabschluss geschafft haben, danach den Realschulabschluss machen wollten. Das wurde vom Hessischen Kultusministerium untersagt. Und da frage ich mich, warum ist das so? Auch diejenigen, die den Hauptschulabschluss nicht geschafft haben und beim zweiten Versuch das nochmal versuchen wollten, wie es ja auch viele Deutsche versuchen dürfen, denen wurde das ebenfalls untersagt vom Hessischen Kultusministerium. Dann habe ich eine Frage zur Islamisierung. Sie haben das jetzt dargestellt von wegen, die Frauen sind alles Objekte und dass sie vor, ich weiß nicht wann, 40 Jahren oder so in Syrien oder wo waren und ihnen da drei Esel angeboten wurden für eine Frau. Da denke ich mir, in den letzten 40 Jahren ist garantiert auch, was in den Ländern passiert. Und ich finde es eine sehr, sehr einseitige Darstellung und in Bezug auf die jungen Menschen, die da hinten sitzen, die sie ja anwerben wollen, finde ich es eine Verantwortungslosigkeit hoch drei, so eine einseitige Darstellung so jungen Menschen mitzugeben, die herausgehen und denken, das sind alles Menschen, die nur eine Frau als Objekt sehen. Denn so ist es definitiv nicht. Also, verehrte, liebe junge Mitbürgerin, ich will versuchen jetzt, das in den Rahmen zu stellen, weil ich glaube, Ihr Vorhalt ist völlig unberechtigt. Genau. Wir bleiben mal bei dem Thema Islam und Frauen. 96% aller ägyptischen Frauen sind genital verstümmelt. 96%. Die vier, die es nicht sind, sind koptische Christen. Die Frauen der koptischen Christen. In Deutschland werden jährlich zwischen 30.000 und 40.000 genital verstümmelt, zum Teil in Arztpraxen. In Ägypten geschieht das mit Glasscherben. So. Und das ist nicht pauschal, das ist Statistik. Und deshalb zu sagen, es sei was einseitig, wenn ich Zahlen nenne, das ist nicht okay, das sind Zahlen, die Sie nicht mögen. Das sind Zahlen, die Sie nicht mögen. Und wenn ich gemacht, und wenn ich da oben an der Statistik sage, wie viele kriminell geworden sind, dann muss ich nicht dazu fügen, die anderen sind es nicht. Weil das die eine Aussage beinhaltet, die andere. Wenn Sie es aber nochmal hören wollen, dann sage ich das natürlich gerne. Weil wir pflegen, differenziert zu denken. Aber mit Verlaub, Sie sollten das auch tun. Sie sollten die Fakten als Fakten ernst nehmen. Ich komme aber dann noch auf Ihr wunderbares Bild mit dem Abschluss. Und da war das Kultusministerium schuld. Liebe, gute, junge Frau, ich habe gesprochen, als ich diesen konkreten Befund mit den Berufsabschlüssen und dem Schulabschluss dargestellt habe, habe ich eine ganz bestimmte Gruppe angesprochen und einen Bericht als Quelle, den Bericht der Bundesregierung, der sogenannte Migrationsbericht, können Sie leihen, kriegen Sie. Nehmen Sie den von 2011, da habe ich die Zitate zum Bleiben im Kopf, weil ich mich mit dem mal intensiv beschäftigt habe. Und da habe ich die Population der türkischen Zuwanderer gezielt angesprochen, weil die dort behandelt werden ausführlich. Das sind übrigens die, die Staatsangehörigkeit haben, sind drin. Und ich habe ausdrücklich gesagt, das zieht sich über die Generationen hin. Das haben Sie vielleicht nicht gehört oder wollten es nicht hören. Das hat nichts mit Sprachförderung zu tun. Die sind hier geboren. Die sind, was heißt gefördert wird? Die sind hier geboren, die haben die Chance, an der Grundschule und am Schulsystem zu partizipieren, wie alle anderen, die hier auch geboren sind. Und hören Sie auf zu beklagen, dass niemand den Nürnberger Trichter erfunden hat. Den wird auch niemand erfinden. Bildung muss man selber machen. Spracherwerb muss man selber machen. Also dieses Kaugummi-Märchen, was natürlich in der Tat Ihre ganze Generation schleißt. Ich habe ja auch ein paar Kinder, und zwar in unterschiedlichen Generationen. Also ich bin ja relativ lebendig im Dialog. Mein jüngster Sohn ist 12, wie Sie sich ja sicher auch gedacht haben. Und daraus können Sie schließen, dass ich am Puls bin und heute feststelle, dass die mit 10 aus der Grundschule kommen, ohne stabil die Grundrechnungsarten zu können und von der Rechtschreibung brauchen wir gar nicht zu reden. So, das ist strukturelle Benachteiligung der Kultusverwaltung, dass die schon den Lese- und Schreiberwerb nicht anständig spielen. Das kann man nicht. Sie haben die neueste Studie von der Universität Bonn gesehen, das hätte ich Ihnen aber auch schon 30 Jahre vorher sagen können, weil meine frühe Frau pädagogisch studiert hatte, wie man durch analytische Systeme den Rechtschreiberwerb macht.
Und ich habe meinen Sohn gesehen, der vergewaltigt worden ist, das schreiben zu sollen, was er im Kopf sozusagen, die Sprache, soll er schreiben, dadurch würde er schreiben lernen. Das ist Körperverletzung. Diese Kinder werden dumm gelernt. Sie kennen die Gründung. Sie kennen die Gründung. Die Begründung für diesen pädagogischen Murks ist, ja, wenn wir denen sagen würden, du musst die alte Fibel nehmen, da musst du A und B und C, da musst du die lateinische Normalschrift machen. Und da könnte der Lehrer kommen mit dem Rotstift und sagen, du hör mal, du hast da auch ein paar Fehler. Du hast Fisch mit CH hinten geschrieben. Und da könnte aber das Kind jetzt ein Frustrationsleben sein. Stell dir mal vor, das Kind ist total frustriert, weil der Lehrer sagt, du hast das S beim Fisch vergessen. Ja. Wissen Sie, da sind wir in ganz fundamentalen Zusammenhängen, ja, menschlicher Philosophie, der Anthropologie, wenn Sie ganz genau wissen wollen, da kann ich Ihnen nur sagen, diese Art von Kuschelpädagogik und ein Menschenbild von denen, die auf die Welt kommen und nur Ansprüche in irgendwelchen Verfassungen lesen, aber selber keinen Beitrag leisten müssen, mit der Art von Welt- und Menschbetrachtung kommen Sie nicht weiter. Ja. Ach ja, ja, bitte. Ihre Frage, bitte. Erstmal guten Tag. Ich habe auch eine Frage an Herrn Glaser. Also erst möchte ich eine Sache kurz noch anmerken zum Thema mit der Genitalverstümmelung in Ägypten. Zum Thema Genitalverstümmelung in Ägypten. Und zwar gibt es die aber schon seit 2500 Jahren, also schon vor dem Islam. Also natürlich macht es nicht besser natürlich, aber dieses Thema ist zumindest nicht unbedingt auf den Islam zurückzuführen. Okay, dann zu meiner eigentlichen Frage. Und zwar haben Sie ja gesagt, dass sich die UN eigentlich mal um das Armenhaus Afrika kümmern sollte. Und was wären denn Ihre Vorschläge zum Thema Entwicklungshilfe oder wie man zum Thema Entwicklungshilfe vor allem in Afrika? Ja, das ist ja mal die Frage. Also, das letzte, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist natürlich kompliziert, ich will aber versuchen, natürlich eine Antwort zu geben. Zum Ersten erlauben Sie mir zu sagen, damit wir auf richtigen Niveau spielen, jawohl, das stimmt. Die kulturelle Tradition ist älter als der Islam und der Islam kommt erst im 7. Jahrhundert. Ganz klar, damit wir auch überhaupt nicht auseinandersetzen. Nur müssen Sie die Frage beantworten, warum sich ausgerechnet nur in islamischen Weltländern, nicht übrigens in allen, in Pakistan zum Beispiel gibt es dieses nicht, warum sie sich dort hält, diese Tradition, und warum sie in anderen Kulturen, und da spielt natürlich tatsächlich das Christentum eine Rolle, das die Monogamie eingeführt hat, das eben diese Idee, dass jeder Mensch Gottes Angesicht trägt, was ja was hochemanzipatorisches ist, wie Sie mir zugeben werden, dass diese Kulturen es geschafft haben, ganz andere Wege zu gehen. Insofern bleibt die Anklage nicht, ihr habt das erfunden. Wenn ich jetzt ironisch wäre, würde ich sagen, Copyright haben andere, will ich aber jetzt nicht so ironisch sagen, weil es eine ganz ernste Geschichte ist. Aber dass es geduldet wird, dass es sogar jetzt nach Deutschland importiert wird, durch die muslimische Community, bis in unsere Arztpraxen, da werden Sie mir zureden, das können Sie nur erklären mit diesem grundsätzlichen Weltbild. Lesen Sie Kairo-Erklärung von 1991 der großen islamischen Staaten. Da steht drin, an dritter, vierter Stelle, Allah hat den Mann über die Frau gesetzt. So, das ist menschenrechtswidrig, das ist verfassungswidrig und deshalb gehört der Islam nicht zu Deutschland. Das ist keine Aggression, das ist keine Emotion, das sind, wie Sie mir nachgehen werden, das könnte falsch sein. Aber es sind sehr rationale Überlegungen, die uns zu diesem Ergebnis führen. Zum Afrika. Das ist natürlich gut gefragt, aber die Lösung dazu, ich habe ja nur angemahnt und gesagt, ihr UNO, ihr seid eigentlich dazu auf der Welt, so ein bisschen diese Gesamtperspektive zu machen, das müsste euer Haupterkennungs- und Tätigkeitsfeld sein. Eine Patentlösung, in der Tat kann keiner aus der Hose ziehen. Ich sage Ihnen, apropos schlecht schlafen. Ich schlafe manchmal schlecht, wenn ich mir vorstelle, was da passiert. Und wenn ich mir vorstelle, was es in der Tat für die angrenzenden Länder und Kontinente bedeutet, wenn wir das nicht versuchen, in Afrika zu lösen. Ich sage Ihnen einen relativ neuen Aufsatz von einem Menschen, der sein Leben in Entwicklungshilfeprojekten verbracht hat in Afrika. Und es gibt neuerdings einen der sehr passablen Staatsleute da in Afrika, ich habe den Namen nicht drauf.
die sagen, es hätte diese Art der Entwicklungshilfe, die wir gemacht haben, nie geben dürfen. Sie hat Mitnahmeeffekte, sie hat diese Uniformmenschen, diese Armeen, diesen ganzen Nepotismus. Das alles ist die Frucht dieses hingeschütteten Geldes. Es sind übrigens, war neulich mit dem Großneffen von Heidi, sie lassen ihn mal beim Abendessen, der alles weiß über Afrika oder vieles, was er mir natürlich auch erzählt hat. 2 Billionen sind seit etwa den 60er Jahren nach Afrika geflossen. Ich habe einen anderen persönlichen Lebensfreund, seit Schütte Tag, der war auch in Indien und in Afrika Projektleiter, großer Projekte, mit dem ich immer, wenn er in Deutschland oder in Europa und uns sah, damals konnte man noch nicht per Handy, damals musste man sich persönlich sehen, habe ich immer gesagt, so mal wieder, jetzt erklär mir, was hast du gemacht? Warst du mal wieder an Dingen, wo du früher warst? Du warst jetzt in Namibia, große Projekte. Ich teile ihm einfach mal mit, das gleiche Urteil. Das führt zu nichts. Das Problem sind die verunglückten Staaten. Man bräuchte diese Staaten. Europa könnte als kleines Spiel mal die Grenzen öffnen für die Hühnerwirtschaft von Afrika, um das mal gleich zu sagen. Da schotten wir uns mit Zollen ab, machen Subventionen für die Landwirtschaft, exportieren unsere Hühnchenschenkel und da gibt es eine ganze Reihe von Bauern, das werden Sie wissen, wenn Sie ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben. Die kriegen ihre Unternehmen kaputt gemacht, weil die billigen Hähnchen aus Europa eingeführt werden. Das könnten wir machen. Das ist aber ein kleines Spiel. Die große Kiste, wo man wahrscheinlich um das Thema Geburtenzahlung, Verhütungsdinge, Kirchen, Glauben als Vorbehalte, da muss auch die katholische Kirche ihren Beitrag leisten, behaupte ich, das wird nicht anders gehen. Gucken Sie China. Nehmen Sie mal an, China hätte in der Zeit, als sie diese riesen Überproduktion hatten, hätte China versucht, durch Auswanderung in ihren Nachbarstaaten in Südostasien das Problem zu lösen. Da hätte es Krieg gegeben. Da hätte es Krieg gegeben. Jetzt kann man darüber streiten und kann sagen, natürlich gemessen an unseren Vorstellungen von Menschenrechten, ist ein Gesetz, wonach du nur ein Kind kriegen darfst. Ja, das tut dann natürlich in der Seele weh. Aber bitte sagen Sie, ich gebe die Frage gerne zurück, wie wir es machen. Ich komme nicht, ich meine, Sie kommen jetzt vielleicht, weil Sie in der Zeitung gelesen haben, die von der AfD haben immer die einfachen Antworten, gell? Sage Ihnen, lesen Sie keine Zeitung mehr. Da kommen Sie nicht zu solchen falschen Vorstellungen. Also, ich will jetzt auch nicht polemisch zuspitzen, Sie haben sich sehr wunderbar artikuliert, ganz sensationell, freut mich. Wir werden auf dieser Ebene miteinander wunderbar kommunizieren, selbst wenn wir einer Meinung sind. Und da sollten Sie auch nicht anders nach Hause gehen. Das habe ich so, das habe ich immer so gehabt. Ich hatte immer auch politische Umfelder, ja, vom bösen Feind, einer meiner besten Freunde ist Cohen Bendit. Können Sie sich vorstellen, wenn wir in Frankfurt im Magistrat waren, da hat es geraucht, ohne dass vorher war. So, also, ich will Ihnen damit sagen, ich sehe, dass wir müssten einwirken auf die Staaten, dass sie tatsächlich so diesen Grundstock an Rechtsstaat, an Gewaltfreiheit, an Beseitigung von Kleptokratie und sowas, dass die das hinbekommen. Dann würden Selbstheilungskräfte in Afrika sicher auch die Chance haben zu wirken. Aber die Bevölkerungsexplosion, da stehe ich davor, muss ich Ihnen sagen, vor einem Berg eines ungelösten Problems. Aber noch einmal. Es gibt diese Institutionen, die dafür existieren und auf der Welt sind. Die sollten dann mal in den Kopf der Welt sitzen. Ja? Eine Frage an den Nikolaus Petri. Zum Thema Chemnitz nochmal und dieses Unregelige. Warum hat eigentlich die AfD nicht unternommen, Problem zu machen, die 3 bis 5 Sekunden vor diesem Video? Denn die gibt es ja. Es hat ja Zeugen gegeben, die das gefilmt und fotografiert haben und sie steht im Netz. Damit wäre doch die Sache eigentlich völlig geklärt gewesen. Da stehen zwei Netzsäcke, die sich einer Gruppe gegenüber an den Eiern kratzen, dieses pinke Zeichen machen, die Leute verhüllen und dann läuft dieser etwas aufländere junge Mann hinter diesen beiden Leuten her. Also es ist eine gute Frage, aber ich kann natürlich zu nichts Stellung nehmen, was ich nicht kenne. Also diese Sequenz kenne ich nicht, ja. Ich sage auch nicht, dass der Mann, der hinter dem hergelaufen ist, in Ordnung gehandelt hat. Wir sind alle zivilisierte Menschen und deswegen möchte ich hier die Botschaft auch die jungen Leute mal loswerden und sagen, danke, dass Sie hier sind und dass Sie mit uns reden. Sie müssen nicht unsere Meinung teilen. Ja? Aber das ist
das ist Zivilisierung bzw. zivilisiertes Miteinander reden. Sie können uns stellen mit Argumenten, dafür stehen wir da. Wir haben auch nicht zu alles eine Antwort, wir sind kein Homo Superior, wir sind noch immer der Gattung Homo Sapiens, ja? Aber wir versuchen tatsächlich das Beste. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Zu dieser Sequenz und auch noch mal ein Wort zu Chemnitz. Für mich persönlich, auch als Polizist, ist jemand, der in Hitlergruß zeigt oder jemand, der sich so benimmt wie die Hooligans dort, das ist definitiv zu verurteilen. Für mich ist das auch keine politische Meinungsäußerung. Was will er mir zeigen, dieser Mensch, der einen Hitlergruß macht? Der hat sie nicht mehr alle an der Tasse. Das ist ja null Botschaft. Das ist nichts. Das ist nichts. Und wer so etwas macht, ist dumm. Ist dumm und hat einen IQ wahrscheinlich wie ein Weißbrot. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Und Gewalt gegen Menschen, egal welche Art, ja, finde ich falsch. Und das möchte ich auch noch zu den Flüchtlingen auch noch etwas sagen, weil sie sagen immer, wir sind gegen Flüchtlinge. Nein, diese Menschen reagieren normal. Wenn man ihnen sagt, hier in Buxtehude kommen sie dahin und da kriegen sie 20.000 Euro und sie müssen nichts machen, nur Asyl sagen, gehen sie dahin. Die Politik ist die, die falsch handelt. Und die müssen wir ändern. Und dafür sind wir angetreten. Und nicht, weil wir bestimmte Ausländer oder Flüchtlinge irgendwo rausbringen wollen. Das verstehen Sie bitte falsch. Und glauben Sie mir, ich mit meiner Vergangenheit kann der Letzte sein, der irgendwie wirklich ausländerfeindlich ist. In Ihrer Frage kann ich nicht beantworten, das hatte ich auch in meiner Rede gesagt. Ich weiß nicht, was vorher passiert ist, ich weiß nicht, was nachher passiert ist. Grundsätzlich ist auch diese Art der Auseinandersetzung nicht richtig. Wenn Sie das zeigen und machen, ich würde es ignorieren, das kann nicht jeder, es kann ein emotionaler Ausbruch gewesen sein. In Emotionalität reagieren die Leute sehr oft falsch, ja. Aber solange ich es nicht weiß, kann ich nichts sagen. Ob der Maaßen mehr gewusst hat, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das muss man den fragen. Oder vielleicht nach der Entscheidung in den nächsten Tagen wird er selber vielleicht ein Statement dazu noch geben. So, ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Ich möchte Ihnen mit auf den Weg geben, ich bedanke mich für den tollen Umgang, die Disziplin, die Höflichkeit, die hier geherrscht hat. So muss das sein und so möchten wir das auch. Wenn Sie nicht unserer Meinung sind, reden Sie mit uns, das halten wir aus. An der Tür steht noch eine Dame mit einer kleinen Box. Wir würden uns also freuen, wenn Sie uns ein bisschen unterstützen könnten. Den Hauptrednern habe ich schon gedankt, die haben auch ihr Geschenk gekriegt. Ich möchte mich aber noch bei drei Herren bedanken. Die stehen die ganze Zeit unauffällig da hinten. Die hauen sich also den Sonntag um die Ohren, die haben Dienst. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Polizeibeamten, die hier sind. Veranstaltungen geschützt haben. Bei uns auf dem Land geht es eigentlich noch recht zivilisiert zu. Wenn wir das in Marburg oder in Kassel gemacht hätten, dann wäre das eine andere Nummer gewesen. Dann hätten wir da auch wahrscheinlich eine halbe Hundertschaft oder eine Hundertschaft gehabt. Also, Männer von der Polizei, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Ich denke, Sie haben jetzt also auch mal mitbekommen, wie die von der AfD so ticken. Das sind also keine mit Springerstiefeln und Tattoos. Da kann ich nichts. Gut, also ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank, dass Sie uns besucht haben. Besuchen Sie uns wieder. 3. Oktober. Und am 3. Oktober kriege ich gerade noch einen Zuruf. Da haben wir in Volkmassen eine Veranstaltung. Und wenn Sie am 28.10. nichts anderes vorhaben, dann wählen Sie uns einfach. Vielen Dank.